Wegen des Chaos an deutschen Flughäfen müssen Flugreisende derzeit viel Geduld aufbringen. Wenn ihre Reise nicht läuft wie geplant, haben sie aber auch eine Reihe von Rechten. Voraussetzung für Ansprüche ist, dass der Startflughafen oder der Zielflughafen in einem EU-Land liegt oder dass sich der Flughafen in einem Land mit einer speziellen Vereinbarung befindet, wie etwa in Norwegen, der Schweiz oder Serbien. Wird ein Flug kurzfristig annulliert, können Verbraucher eine pauschale Ausgleichszahlung verlangen. Kurzfristig heißt, dass der Flug weniger als 14 Tage vor Start abgesagt wird. Die Höhe der Ausgleichszahlung richtet sich laut EU-Verordnung nach der Länge der Flugstrecke, zum Beispiel 250 Euro bei Flügen bis 1500 Kilometern und entsprechend mehr bei längeren Strecken. Die Fluggesellschaft muss die Erstattung des Flugpreises oder einen Ersatzflug anbieten. Beides darf für den Passagier keine zusätzlichen Kosten verursachen. Bei Verspätungen müssen Fluggesellschaften ihren Passagieren zum Beispiel Verpflegung anbieten und bei einem Start einen ganzen Tag später auch ein Hotelzimmer. Bietet ein Unternehmen dies nicht an, können Passagiere ihre Kosten für Getränke und Mahlzeiten einreichen. Bei Verlust oder Beschädigung von Koffern und Taschen können Passagiere Entschädigungen bis zu gut 1400 Euro verlangen. Betroffene sollten sich den Verlust sofort bestätigen lassen, eine Liste der abhanden gekommenen Gegenstände erstellen und Ausgaben etwa für Noteinkäufe dokumentieren. Verbraucherzentralen helfen, die Ansprüche zu überprüfen. Wer nicht selbst mit der Fluggesellschaft streiten will, kann seine Forderungen an einen Rechtsdienstleister übertragen. Lehnen Unternehmen Ansprüche ab, gibt es Schlichtungsstellen, an die sich Passagiere wenden können.